Am Nationalfeiertag, da standen die Tore offen für die Bevölkerung. Die Parteien, die haben sich den Wählern schmackhaft gemacht. Die FPÖ, die hat unter anderem Gulasch verteilt. Und Gulasch auch das Stichwort für diesen Donnerstag, denn der ungarische Premierminister Viktor Orban, der wird im österreichischen Parlament erwartet. Der neu gewählte erste Nationalratspräsident Walter Rosenkranz von der FPÖ, der wird Orban auch empfangen. Dafür gab es viel Kritik, beispielsweise von der SPÖ. Jörg Leichtfried sagt, es sei unerträglich, dass Orban hier gleich in den Nationalrat, ins österreichische Parlament eingeladen wird. Das wischt Rosenkranz vom Tisch. Er sagt, dieses Treffen, das sei schon vorher festgestanden, bevor Rosenkranz überhaupt zum Präsidenten gewählt wurde. Denn es gibt eine große Diskussion, die für Donnerstag vereinbart wurde von einer österreichischen Zeitung, gemeinsam auch mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder und eben mit Viktor Orban. Und das Thema ist der Krieg in der Ukraine. Rosenkranz selbst, der sagt, er würde generell mit vielen Personen sprechen, unter Umständen sogar mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, wenngleich dies, so Rosenkranz wörtlich, sehr heikel sei. Und dann, wenn aber die Chance auf Frieden bestehen würde in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und wenn hier eine kleine Möglichkeit bestünde, hier auch einzuwirken, dann würde er mit Putin das Gespräch suchen und diesen auch ins österreichische Parlament einladen. Nicht allerdings, um auf ein Glas Wein aus der Wachau zu gehen, wie Rosenkranz sagt. Also, man darf durchaus gespannt sein auf dieses Treffen. Ein Treffen zwischen Orban und dem Bundeskanzler, nämlich mit Karl Nehammer von der ÖVP, das ist nicht geplant. Das hat das Bundeskanzleramt am Sonntag auch bestätigt. Da wird es zu keinem Treffen kommen. Die Fidesz, die ja mit der FPÖ auch im Europäischen Parlament sitzt, die will hier im Parlament, im österreichischen Parlament, natürlich auch dementsprechend ihre Sicht der Dinge vertreten. Man darf gespannt sein auf dieses Treffen und auf die Ankunft von Viktor Orban im österreichischen Parlament am Donnerstag.